Okay, genau. Wir fangen jetzt gleich mal mit was Actionreichen an. Ich habe das Spiel schon gespielt, wollte es aber euch unbedingt mal zeigen, weil das ist Retro-Action, wie sie sein muss. Bleed 2. Die Steuerung überfordert mich ohne Ende. Es ist crazy shit, total cool und ich kann es nicht spielen, aber wir kämpfen uns da schon durch. Das wird cool. Genau das mache ich auch. Aldus, ich habe heute viel rumexperimentiert, wie ich es am besten mache, und ich mache es so. Aber da muss ich natürlich den zweiten Bildschirm, also da muss ich erst auf einen anderen Bildschirm wechseln, weil sonst sehe ich ja den Chat nicht mehr und sie Twitch nicht mehr und kann nicht schauen, ob der Stream ordentlich läuft. Ich brauche ja quasi nicht nur die Quelle im Vollbildmodus, sondern ich brauche ja auch noch mein Twitch-Kontrollzentrum. Ich weiß jetzt ehrlich gesagt nicht, wie es bei Bethesda ist. Ich habe keine Ahnung. Aber ganz viele Publisher machen jetzt von jetzt an im Grunde bis Mitte, Ende Juli ist da schon was angekündigt, ihre eigenen Events. Also da muss man mal abwarten. Kann ich auch ein neues Savegame starten eigentlich? Ich muss mal schauen, was jetzt passiert, wenn ich hier... Schauen wir mal. Okay. Ich muss erst wieder reinkommen, weil die Steuerung ist verwirrend. Aber es ist so ein cooles Retro-Action-Spiel, genau wie das sein muss. Ich weiß aber zum Beispiel nicht mehr, wie man springt. Jetzt weiß ich es wieder. Das ist, finde ich, von Inszenierung über Geschwindigkeit bis hin dann auch zur Steuerung, die aber echt nicht leicht ist, finde ich. Einfach ein perfektes Retro-Action-Indie-Spiel, genau wie es sein muss. Ich kann auch irgendwie die Zeit noch verlangsamen, ne? Genau, das habe ich nicht vergessen. Doch, ich habe schon wieder vergessen, aber kriegen wir schon hin. Mist. Ich muss mich gerade so konzentrieren. Man springt nämlich mit der Schultertaste und schießt quasi in die Richtung, wo man mit dem einen Stick lenkt. Es ist total... Es überfordert mich wirklich extrem, dieses Spiel. Aber ist schon okay. Ist schon okay. Und es wird immer irrer und irrer. Das ist das Coole. Ich schau gleich wieder in dem Chat, wenn wir mit dem Level fertig sind. Ich kann übrigens nur, habt ihr euch vielleicht schon gedacht, die lilanen Schüsse reflektieren, die anderen Schüsse nicht. So, jetzt schauen wir mal. Wo waren wir stehen geblieben? Es wäre cool und unwahrscheinlich, dass Fallout 4 wieder dabei ist, aber ich mochte Fallout 4... Wo meinst du jetzt beim PS5-Event jetzt, oder wie? Ein Remake oder so? Glaube ich nicht. Ja, aber da bin ich mir sicher, Metatron, es wird ganz viele Remastered geben, ganz viele Remakes, alles. Also das ist... Super erfolgreich, das wird so weitergehen. Das ist jetzt der neue Shit. Nostalgie abernten. Das werden wir so schnell nicht mehr los. Hi, Ferderhock, hallo. So. Hi, Skyline, hallo. Okay, versuchen wir es nochmal.
Na komm. Ah, Mist. Das ist wirklich nicht leicht. Aber sehr cool. Man kann auch irgendwie jubeln, aber ich weiß nicht mehr, wie es geht. Ist egal. Ich glaube auch. Das glaube ich auch. Horizon Zero Dawn 2 klingt sehr wahrscheinlich. Das kann ich mir sehr gut vorstellen, dass das gezeigt wird. Weil jetzt haben sie ja quasi The Last of Us 2 noch auf der aktuellen Konsolengeneration. Kann ich mir auch sehr gut vorstellen. Und wie heißt denn gleich nochmal Sonys First-Person-Shooter-Marke? Habe ich nie eins gespielt, ehrlich gesagt. Habe ich keine Ahnung davon, aber das haben sie auch fast auf jeder Konsole immer ein Teil mindestens. Wie heißt denn der? Kann mich nicht mehr erinnern. Resistance. Nee, ich glaube, das stimmt nicht. Killzone. Killzone, meine ich. Aber Metatron schreibt auch Resistance. Aber ich meinte Killzone auf jeden Fall. Wer weiß. Aber könnte ich mir auch vorstellen. Ich hoffe, dass es Fallout 4 für die PS5 geben würde. Nicht mal als Remake. Ich glaube es selbst nicht, aber es wäre so schön. Aber das wäre untypisch. Bis jetzt zumindest. Ich meine, gut. Skyrim haben sie auch für alles Mögliche gebracht. Also insofern könnte es schon sein, aber... Ja, keine Ahnung. Einfach nur Fallout 4 auch für die PS5 kann ich mir zwar vorstellen, aber das werden die heute nicht auf dem Event irgendwie großartig anteasen, weil das, glaube ich, eher eine Kleinigkeit wäre, wenn dann so... Also wenn es kein Remaster ist oder Remake, dann glaube ich nicht, dass das heute so viel Aufmerksamkeit kriegen würde, sowas. Okay, die Rakete. Yeah! Den Ninja-Militärkatzen haben wir es gezeigt. Oh, shit, das sieht nicht gut aus, oder? Doch, okay, Gott sei Dank. Wow, ich dachte, dem kann ich nicht ausweichen. Hat noch geklappt.
damn it. Wenn Sony nochmal auf VR setzt, vielleicht kommt ja ein Fallout 4 VR nochmal für die PS5, wenn die ihr VR-Projekt weiter unterstützen. Das könnte ich mir wieder besser vorstellen. Wer weiß. Ich frage mich, was dieser Boss, dieser Truckfahrer, gegen den ich gerade noch gekämpft habe, und meine Heldin irgendwie, wie stehen die zueinander? Warum verbünden die sich jetzt auf einmal? Gerade wollten die sich noch umbringen. Ah, Mist. Ich muss den beschützen. Ah, ich weiß wieder, wie man jubelt. Yeah. Sehr gut. So muss das scheinen. So muss das scheinen. Also, wenn die Gerüchte stimmen über Silent Hill, dann ist es ein Reimagining quasi, ein kompletter Reboot. Kein Remake, auch keine Fortsetzung, sondern ein kompletter Reboot. Das heißt, es kann komplett in die Hose gehen. Vielleicht haben die da Entwickler hingesetzt oder Producer auch, die keine Ahnung haben, was Silent Hill so cool gemacht hat und die jetzt irgendeinen Scheiß machen. Vielleicht wird's total cool. Bei Resident Evil 2 hat's ja auch funktioniert. Warten wir mal ab. Aber das ist ein heißer Kandidat für heute. Ich glaube, das kann ich mir sehr gut vorstellen. Und ich glaube auch, also Starfield könnte ich mir auch vorstellen, wenn was von Bethesda gezeigt wird überhaupt, dass man da mehr sieht. Weil das wäre ja jetzt eigentlich das nächste große von denen, angeblich. Also zumindest, so wie, weil man weiß, wenn es nicht irgendwie eingestellt wurde oder keine Ahnung. Man weiß es nicht. Naja. Ich hätte gern mal ein Game im Stargate-Universum. Hey, es gibt doch garantiert Stargate-Spiele, oder? Bestimmt keine guten, aber muss es doch geben. Stargate Game. Doch, da gibt's ganz viele. Stargate Resistance, Stargate SG-1, Stargate Warlord, Stargate für Sega Genesis, Stargate von 1981? Warte mal, das kann aber von... Das kommt nicht ganz hin, oder? Das ist eine andere Lizenz dann. Okay. Es gibt Stargate-Spiele. Aber ja. Ja. Ältere. Unbekanntere. Es braucht jedenfalls mehr Autoshoot-Spiele. Sowas wie Septa spielt, nur dass der Charakter automatisch feuert. Ha. Huh. Gibt's sowas? Tja, hab ich gesagt. Kann mich erinnern.
Ich will gar nicht wissen, was ich alles in meinen Let's Plays so sage. Ich meine, wie viele Stunden Let's Plays existieren jetzt von mir, wo ich die ganze Zeit irgendwie Blödsinn laber? Ich glaube, man kann fast jedes Mögliche. Ich glaube, wenn man jetzt einfach zufällig Wörter ineinander reiht und Enter drückt, dann ist das höchstwahrscheinlich ein Zitat von mir, das ich irgendwann mal gesagt habe. Wer weiß. Okay, machen wir weiter. Nächstes Level. Jetzt wird erst richtig. Das war noch gar nichts. Jetzt geht's erst richtig ab, das Spiel. Ich schätze mal, die Sonnenblume, der Blumendinosaurier, keine Ahnung, würde ein bisschen die Story erklären. Aber ich meine ernsthaft, wer braucht hier Story? Also übrigens ist es quasi von der Steuerung her so, dass ich mit dem einen Stick die Figur lenke, mit dem rechten Stick die Schüsse, natürlich. Wenn ich aufhöre zu schießen und wieder erneut lenke, dann benutze ich mein Schwert. Und das muss ich benutzen, um Schüsse zu reflektieren. Mit der einen Schultertaste springt man, mit der anderen Schultertaste kann man die Zeit verlangsamen. Und ich finde, das ist alles, das ist echt, ich finde, das ist schwierig, dieses Steuerschema. Nicht sehr intuitiv irgendwie. Aber es funktioniert, wenn man mal drin ist. Auf der rechten Schultertaste springen ist mein Hauptproblem. Das ist so ungewohnt. Damit komme ich überhaupt nicht klar. Aber natürlich hat man so beide Daumen frei für die beiden Sticks, die man auch braucht. Das macht voll Sinn, die Steuerung. Ist nur komisch. Auf der Taste, auf der ich eigentlich gern springen würde, mache ich das da. Da jubelt sie nur. Kennt von euch noch jemand Sparkster? Das erinnert mich teilweise so ein bisschen an Sparkster. Das war auch ein sehr cooles, sehr schnelles, irres Actionspiel. Uralt. War auch nicht das beste Spiel Sparkster eigentlich, aber es war cool. Ah, Arsch du. Ah, Mist. Da war's wieder. Auf der Schultertaste springen ist einfach komisch. Okay, Raiden hätten wir auch besiegt. Fatality. Und das erinnert sehr stark an Probotector. Super Probotector.
Oh, puh, das war knapp. Yeah. Genau, so ungefähr. Hey, aber ich esse gern kleine Hunde, wie du gerade schreibst, mit vielen Lücken drin und so weiter, wie so falsch zitiert. Sowas könnte ich wirklich mal gesagt haben in dem Stream. Das traue ich mir zu. Wer weiß. Sowas wie, kleine Hunde, köstlich. Sowas, glaube ich, habe ich bestimmt schon mal gesagt. Autoscroller! Jeder liebt Autoscroller-Level. Says no one ever. Das lief ja ganz gut. Einfach laufen. Oh oh. Es ist Isaac. Irgendwie. Oh, na super. Dem bin ich gut ausgewichen.
Ich weiß, ich sag nicht viel, aber ich muss mich echt konzentrieren, damit ich in die Zone komme. Ohne Zone geht's nicht. Komm schon, ja! Ich frage mich, das ist nämlich der zweite Teil, Bleed 2. Ich habe den ersten nie gespielt. Ich frage mich gerade, ob das alles Bosse aus dem ersten Teil sind, die jetzt quasi in so einer Schrottform wieder auftauchen. Könnte ich mir gut vorstellen, dass sie nochmal so einen Boss-Run gemacht haben aus dem ersten Teil. Gut möglich, gut möglich.